Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, ich habe das Hallo mal ein bisschen länger gezogen, weil beim letzten Video fehlte der Anfang. Ne? So, ihr habt gedacht, ich mache hier mit dem Ding schön einen auf entspannt und so, ne? Nein. Also, ich habe es gemacht eben. Ich habe dieses Video, also ich, nee. Nee, dieses Video mache ich gerade zum ersten Mal, aber ich hatte halt eben Sachen ausprobiert. Und hat leider nicht so geklappt, wie ich wollte, und deswegen musste ich neu starten. Und da habe ich mir gedacht, nee, Diego, also tiefenentspannt sein ist mit Sicherheit schön und man ist auch nach 5 Minuten ultra tiefenentspannt mit dem Gerät. Aber so tiefenentspannt, ich glaube, will ich gar nicht. Also es ist leid. Ich habe mir was anderes geladen, der ist schon am Dreschen dran. War ja lieb gemeint. Ach, übrigens, hier mit dem Frontlader, ne? Das war ja also in dem Mod-Package schon drin, was ich bekommen hatte, ne? Vom Kalle. Habe ich einfach die neue Version, die McGee mir gegeben hat, draufgeknallt. Dann stimmte die Farbe einmal kurz nicht. Habe ich die Farbe einmal richtig gemacht und war alles schön. Ne? Also hatte Kalle wahrscheinlich einen alten Stand noch geladen oder was weiß ich, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, die Farbe passt jetzt. Ich liebe diesen Trecker. Und dann, boah, es sind so unglaublich viele Sachen passiert, nur weil ich mal einmal ein Video aufgenommen habe. Ne? Das ist, huiuiui. Aber ich sage euch das gleich. Also jetzt kommt vielleicht noch ein Video. Und dann kommt aber erstmal der ganze andere alte Kram, den ich noch habe. Ne? Also ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt hier nur noch Oldie spiele. Ich habe durchaus noch andere Projekte, die ich noch gerne weiterspielen möchte. Ne? Das muss ich auch direkt dabei sagen. Aber wir schaffen das. So. Und zwar, ach so, weil ich hatte hier gesagt, oh, der Zeto ist ja leider nicht mehr da. Zeto hat sich bei McVie gemeldet. Also bei mir jetzt direkt nicht. Ging angeblich nicht. Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall meinte Zetor, alles ist gut. Ich soll ihm das geben, was ich brauche. Dann habe ich aber zufälligerweise... Huch. Was ist denn jetzt hier? Du warst doch eben schon mal näher dran. Zufälligerweise im Mod-Hub das hier gefunden. Und das probiere ich jetzt... Oh, was ist ein Lois Clark? Ja, los, dann halt so. Ich kann es nicht erinnern. Ich habe alles versucht. Bitte. Aber bei dem anderen stützt das Spiel immer ab, wenn man die Ballenrutsche nicht ausklappt, aber einen Anhänger anhängt. Ich bin mal gespannt, was jetzt hiermit ist. Ich hoffe, dass der gute alte Klaas-Mähdrescher schon ein bisschen was weggedrescht hat. Was noch ein richtiges Problem ist, ist ein Gülle-Fassi-Fassi, ne? Bin ich nicht glücklich geworden, noch nicht. Musst du mal gucken, was ich da mache. Das ist jetzt alles nichts so, wo ich sage, hu, ich vibriere im ganzen Körper, ne? Oh ja, schafft das. Also dieser Schlepper, das ist ja. Was ein Viech. Lukas. Ich habe Post gekriegt von Lukas. Ich hatte ja gesagt, Lukas, wenn du mal, ne, mach doch mal bitte die ganzen Updates, die du so hast noch, ne? Ich habe Updates gekriegt. Zeige ich euch auch gleich. Lass uns eben einmal zum Feld fallen. Weil, also, mich triggert das hier extrem hart. Ach komm, wir fahren hier, ja. Ja, was soll der Geiz? Sind ja nicht mehr schöner wohnen oder schöner spielen. So. Weil ich das gerne wissen möchte, ob das hier funktioniert. Ne? So, machen wir das F1-Menü an. So, mein Freund. Hier steht geschrieben, dass du die HD-Ballen von dieser Presse laden kannst. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. So. Und dann lade sie doch bitte. Mit welchem stürzt das Spiel jetzt ab? Weil ich ihm sage, jetzt erst aufklappen. Oh, au. Ja, okay. Nee, hat er. Ich glaube, er hat es geklappt. Weil das klappt bei der Glaspresse, klappte das nicht. Dann war Game Ende immer. So, Pickup runter. Presse an. Die Motorleistung reicht nicht aus. Das wird gescheatet, keine Angst. Wir kuppeln ab. Ich hoffe, dass der Deutsch stark genug ist. Fahr mal eben an der Seite hier, dass du vielleicht den alten Dreschkasten nicht im Wege bist. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Bleib mir einfach mit auf dem Hof stehen. Wo ist denn? Ach komm, tapp da durch hier. Da heißt er ja schon. Komm mal her, mein kleiner Deutsch.
Ich hoffe, dass der genug PS hat. Das mache ich, sonst... wenn das jetzt auch nicht geht, dann miete ich mir einen Serion. Mal gucken, ob wir hier keine Ballen gepresst kriegen. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich alles wieder nochmal neu anschalten, ne? Oh, der gehorcht aber aufs Wort hier, der kleine Mops. Los, nun mach. So, das macht er auch sehr schön alles. Da kann man nicht meckern. Runtergeklappt ist noch? Weiß ich nicht. Wir probieren es nochmal aus. War schon runtergeklappt, okay. Angeschaltet ist auch. Das scheint diesmal zu klappen, PS-technisch. Mach mal zur Sicherheit dem Anhänger auch nochmal. Nee, der lädt immer noch. Schalt mal aus und schalt mal wieder an. So. Wie war das jetzt mit der Ballenkapazität? Das kann ich. Da habe ich noch eine Mod drin. Die benutze ich eigentlich gar nicht. Wo ist mein. Ah, ich dachte, der Dreschkasten wäre durchgefahren bis zum Map-Ende. Das gab es früher auch öfter mal. Den Drescher gesucht, aber unterwegs, ne? Wie kann ich denn jetzt nochmal der. Die Kapazität. Irgendwo war doch. Zuklappen. Ja, habe ich den jetzt schon. Ich wollte den noch rausdonnern, aber habe ich nicht gemacht. Was? Vielleicht geht das bei den kleinen Ballen nicht. Weil eben hatte ich das Problem, die Presse, das war ja die von die Glaspresse, die hatte privat sich mal zurecht gemacht und mir dann gegeben. Und der liebe Cetor hat das so gemacht, dass dann die Ballen auch automatisch auf den Anhänger kamen. Ne? Das war alles nicht ganz einfach. Hat dann aber auch irgendwie funktioniert. Nur gerade hat es nicht funktioniert, also weil der Anhänger den Ballentyp nicht erkannt hat. Aber ich kann jetzt hier auch nichts ändern. Deshalb denke ich mal, dass die... Doch, da steht doch Ballenkapazität verändern. Himmel sagt Zement. Weißt du, ich rede mir hier einen Wolf. Oh. 1500 ist das kleinste. Okidoki, Mrs. Pokey. Ja, nehmen wir. Werden halt große, kleine HD-Ballen. Was sagt man denn? 20 Ballen sind ein Rundballen, ne? Also von den kleinen, ne, von den alten, großen sind das noch die. Aber alte Ballen. Ich weiß nicht, wie die heute das Zeug ineinander klüppeln. Dann wären 20 Ballen 4000 Liter. Ich hoffe, ihr könnt besser Kopf rechnen als ich. Ich kann aber so schon sagen, 1500 Liter passt nicht. So viel Kopf rechnen kann ich noch. Der geht da dran lang wie nix, ne? Das alte Dreieck, das haue ich da hinten weg, weißt du? Und dann, wir machen uns das Spiel schon schön. Keine Angst haben. Ich sehe noch gar keine Ballen. Kommen da auch noch Ballen heute hier? Oder? Komm mal hierher, so. Hätte das vielleicht auch erst noch mal schwadern können. Hier ist wahrscheinlich auch nichts gedüngt und so. Ist ja Spielanfang jetzt hier. Sag mal, kann man die Ballenpresse? Das ist doch nicht richtig, was ich da mache. Und ihr sagt nichts, ne? Ihr guckt da seelenruhig zu. Mach mal aus, die Presse. Das ist doch was nicht richtig. Pickup heben. Was ist denn mit Deichsel verstellen hier? Kann der denn... Soll ich mal X drücken einfach? Das ist doch so nicht richtig, YouTube. Oh, ich mal als völlig... Warum muss ich eigentlich mal als völlig ahnungsloser solche Spiele spielen, ne? Das ist doch nicht richtig. Wie macht er denn die Deichsel? Hydraulisch? Mit der Maus? Nee, andere Maus. So. Ah! Haha! Geht doch! So. Dass ich immer erst völlig ausrasten muss hier. Weiter geht die wilde Fahrt. Besser. Sieht besser aus. Weißt du, ihr sitzt da seelenruhig auf eurem Monitor und guckt euch das in aller Ruhe an, ne? Nee, nee, nee. Ihr seid drauf. Oh, was ist das denn hier? Wie kommt denn hier hinten Stroh hin? Das nehmen wir auch mit. So, ob wir in diesem Video noch einen Ballen auf dem Anhänger sehen, weiß ich nicht.
müssen ja ein paar gewaltige Ballen sein. Ich hoffe, dass sich die Ballenkapazität nochmal ändern kann. Das nächste Problem ist, Zeto hat ja auch so ein richtig schickes Lager für mich gebaut. Das wird jetzt ja auch nicht funktionieren. Ne? Mal gucken. Aber ich, wenn ich irgendwelche Probleme habe, ich bin da völlig schmerzfrei, ich gebe das alles McBee. Und ich hoffe, dass er das dann Zeto gibt. So einfach ist das in meinem Leben. Schön, ne? Ja, ja. Es gibt Tage, an denen mag ich mein Leben sogar. Heute zum Beispiel und gestern und ja, schon toll. So, was ist denn jetzt hier mit der Ballenpresserei? Wie hat er heute nochmal was, oder? Das haut aber nicht ganz hin mit den Erträgen, oder? Es kann nicht sein, dass da jetzt 5 Ballen drauf sind. 5 Ballen hast du bei einer Bahn da liegen, oder nicht? Oder bin ich durcheinander? Ja, natürlich bin ich durcheinander, aber jetzt muss ich auch niesen. Mit der Ballenpresse kann ich schon arbeiten, ne? Ich hatte erst überlegt, wegen der Farbkombination, also ich habe gerade einfach mal so ein bisschen wild rumgeklickert. Gefiel mir aber gleich gut hier mit der Farbe. Gespannt, was jetzt ist hier. Oh, eine Bahn noch. Dann zeige ich euch erst die ganze Mod-Geschichte vom Lukas. Ich hoffe, dass der noch so lange schaut. Achso, sollen wir auch mal irgendein Foto machen hier? Ich hatte letztes Mal auch schon wieder das Foto vom Dings genommen hier. Einfach aus dem... Oh, vollen Konter. Nein, ich kann jetzt keinen... Oh, vollen Konter kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich brauche jetzt einen Ball auf dem Anhänger vielleicht. Oh, einer noch. Einer noch. Ich muss noch mal... Eigentlich müsste ich jetzt erst den Dreschkasten anhalten, dass der mir nicht mitten in der Spur stehen bleibt gleich. Oh, eine schwache Ausbeute. Mein Gott, blinkt wie eine Disco-Kugel, das Ding. Sowas gab es früher nicht. Es musste alles runter. Nein, wir müssen mal gucken, wie wir überhaupt, ob der bleibt, überhaupt der Dreschkasten. Soll ich jetzt so, oh, gleich stürzt das Spiel ab. Also wenn gleich die Aufnahme spontan beendet ist, ne? Wisst ihr, was passiert ist? Der erste Ball ist dann auf dem Anhänger gelandet. Ich bin ganz aufgeregt, YouTube. Mhm, natürlich in der Kurve. Wie wir das gewohnt sind. So, jetzt aber. Angriff, Attacke! Das sieht nicht gut aus. Hallo? Das sieht nicht gut aus. Was ist, what's wrong? Arbeitsmodus ausschalten. Ja, mach mal aus. Dann ende mal den Ladetyp. Und schalte mal wieder an. Ha! Falscher Ladetyp. So. Ich bin imprägniert. Das Volumen, das müssen wir, glaube ich, dann nochmal ändern, oder? Yeah, yeah, jetzt geht's los hier. Jetzt geht das los. Einen machen wir noch. Ich kann ja auch. Oh, wir müssen auch eigentlich jetzt erst den Dreschkasten abtanken. Aber das läuft schon mal sehr geschmeidig hier. Die werden natürlich nicht in Zetos Lager passen, die Ballen. Aber da müssen wir jetzt durch. Los, komm, machen wir noch einen. Yes! Da war. Ihr bleibt jetzt hier so lange stehen, bis das hier weitergeht. Mal einmal ganz kurz noch, nur weil ich für die Statistik. Wie ist denn so der Düngezustand von dem Acker? Hier ist er geflücht nicht. Ach, Siedens haben wir auch nicht. Kein Kalk. Gedüngert war aber. Boah, und dann so wenig Ertrag. Lecko funny, ey. Das Leben ist kein Ponyhotel, ne? Ich sag's immer wieder. Ne, nimm mal was ohne Frontlader. Hast du was ohne... Ja. Kleiner Anhänger. Eine kleine schnuckelige. Und dann zum Ende des Videos zeige ich euch dann noch eben die Mods vom Lukas.
Ich will hoffen, dass der noch einmal vor und zurück fährt. Hin und her, wollte ich sagen. Oh. Dem Kleinen hier, den muss ich mal gucken. Ich habe mir das eben angeguckt. Der Deutz hat natürlich auch wieder gar keine Zwillingsreifen und nichts. Ne? Da kann ich besser dem hier eine andere oder die Konsole schöner platzieren hier. Habe ich mehr vor. Oh, dieser Sound. Hm. Oh, ich habe den... Eieiei. Oh, und dann muss ich auch noch dran. Ich habe den Düngerstreuer nicht abgekuppelt. Jetzt spackt er in der Erde. Ist das nicht süß? Leute, ich vibriere am ganzen Körper. So, Dreschkasten. Schaffst du es noch einmal? Können wir dich hier... By the way, on the fly oder wie auch immer. Na, was üben wir da? Wenn denn 80 Zügen? Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ich wollte ja nur die Deutz vom Lukas noch mal einmal kurz. Aber mach ruhig. mach ruhig. Der blinkt gar nicht mehr. Warum blinkt der nicht mehr? Ist er überladen? Der ist ausgeblinkert. Wo hat denn der sein Rohr? Ja, warte mal ganz kurz. Der hat das Rohr auf der anderen Seite. Halt, stopp! Wieso hast du das Rohr denn auf der anderen Seite? 99%. Hier. Yeah. So, wir fahren einmal im Kreis. Habe ich ja gar nicht. Das ist. Weiß nicht, warum ich gedacht habe, das Rohr ist auf der anderen Seite. Das Rohr ist auch so putzig. Ja, mal gucken. Ich glaube, der bleibt erstmal ein bisschen hinten. Die Reifen haben einen Texturfehler. Oh. Oh, nee. Ist die Kolli wieder zu breit? Ach, Leute. Das haben wir doch jetzt so oft schon geübt. Oh, da habe ich sogar Videos schon von gemacht. Oh, strammer Strahl hier. Oh, Abladegeschwindigkeit ist aber auch heavy, ne? Egal. Egal, Karl. Wir kriegen das alles hin. Und wenn nicht, dann nehme ich den anderen. Wir haben ja, ich habe noch den anderen, habe ich auch noch geladen aus dem Mod-Hub. Also, wenn der jetzt nichts mehr ist, dann nehmen wir entweder den oder den. Ich kann es ja nicht ändern. Ich weiß gar nicht genau, wo der Unterschied bei denen ist, außer dass er günstiger ist. Zum Abschied des Videos, die Deutz vom Lukas. Ja, heute völlig am Durcheskalieren, der gute Mann. Da bin ich auch gefragt worden schon, ob der zum Download kommt. Ich weiß nicht, ob Lukas den raushauen will. Ist auf jeden Fall nett. Ja, ist nett. Ich habe schon überlegt, aber eigentlich, also mit Hydraulik hat es den ja nie gegeben. Obwohl die Hydraulik hier dran passt, als wenn sie dahin gehört. Ne? Also da kann man ja vielleicht die Bleche... Die Bleche müssen dann weg, sehe ich gerade. Die sind ein bisschen im Weg, aber ansonsten, was eine Knutschkugel, ne? Was eine Knutschkugel. So, aber das war nur so ein kleiner Fun-Fact am Rande mit dem Schlepper. Wir hatten es ja auf diese harte Ware abgesehen. Hier hat sich irgendwie nichts geändert bei dem. Ich weiß gar nicht, warum. Das scheint der aus dem Mod-Up zu sein, so wie er ist, 1:1. Sondern dem hat er ein bisschen rumgeschraubt. Ist ja auch alles soweit ganz sexy, ne? Reifen nicht. Beifahrersitz haben wir. So. Mit Gewichte von mir aus. Oh, ich finde die Felge ohne schöner. Gewicht hat er nur noch 200 Kilo auf einen Schlag, ne? Und die Aufbauten hat er ein paar schöne gemacht. Also nicht alle sind schön. Aber das so, wie es hier ist, feiere ich natürlich. Ne? Das ist schon mal extremst sexy. Und von Ladekonsole haben wir auch schon. Ja? Aber Lukas, das geht so nicht. Ja? Also sind das hier nicht die Original... Das sind doch die Originalanschlusspunkte für die Frontlader, für den Frontlader, oder nicht? Ne? Also ich habe jetzt noch keinen... Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe noch keinen Frontlader dran gehängt. Aber vom Gefühl her würde ich sagen... noch nach hinten die alte Konsole. Sollte dann vielleicht auch farblich noch angeglichen werden.
Und die Farben von dem Drecker sind eh falsch, ne? Das wisst ihr, ne? Das ist so nicht richtig, ne? Wenn der Auspuff hier auf der Motorhaube ist, muss der auch ein bisschen weiter raus, ne? Der ist nämlich gesteckt. Also wenn man die Motorhaube hochklappen will, muss man den rausziehen nach oben. Und da ist das Stück hier ist länger, ich weiß nicht, so vielleicht 5 cm, vielleicht 8 cm, guckt der quasi raus aus der Motorhaube, ne? Ansonsten, der Deutschschriftzug ist, glaube ich, noch nicht so richtig, wie er sein soll. Aber ansonsten, Lukas, können wir damit arbeiten, ne? Wenn du mir jetzt noch ein paar Kotflügel da dran bastest und die Farbe änderst, die Frontladerkonsole kriege ich vielleicht auch noch selber hin. Aber das wäre dann schon. Also damit könnte ich arbeiten mit dem Modell, ne? Und ja, ich weiß nicht, also ich kenne das helle Grün. Nee, es gibt beide. Es gibt beide. Es gibt rote mit roten Felgen und silberne Felgen. Es gibt beide. Stimmt. Unser war aber mit silbernen Felgen und hellgrün. Ne? Aber es gibt auch das helle Grün und dann gibt es das dunkle Grün mit dem hellen Grau. Und das hier, so wie dieser hier war, der war ja, soll man sagen, das war so ein ganz dunkelblau-grau-lila Ton war das. Schwer zu beschreiben. Wenn man sich die Torpedos anguckt hier von den Polen und Tschechen oder keine Ahnung, wer die baut, die kriegen die Farbe meist recht gut hin. Ne? Ansonsten, ja, nehme ich den auch in der Farbe. aber die Frontladerkonsole, da musst du nochmal dran. Also, wie gesagt, den Auspuff ein bisschen weiter raus. Und was natürlich nicht hat, sind Zwillinge. Ne? Da müssen natürlich auch, wenn der einen Frontlader hat, dann müssen auch Zwillinge dran. Das geht ja nicht anders. Der hat da hinten den dicken Klotz drin nachher. Ja, so. Das war noch, wie gesagt, jetzt haben wir hier noch einen. Wieso haben wir denn noch einen? Wo kommt der denn her? Was ist denn mit dem? Lukas, den habe ich eben gar nicht gesehen. Ich habe gerade, oh, Lukas. Oi, 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 oi. Ein Beifahrersitz hatten wir nur, andere Seite. Oder, warte mal, Beifahrersitz, ich weiß schon gar nicht mehr. Oi, 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 oi. Ui, 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 ui. Lukas. 62 bitte. Konsole. Ja. Die Kotflügel nehme ich gerne noch in Stahlblech, wenn es geht. Der sieht ja schon fast aus wie unser 72er damals. Ja, 72er ist größer vom Rahmen her. Das mit dem Tritt passt noch nicht. Da steckt der alte Tritt auch noch mit drin. Mal gucken, das wird auch nicht ganz so einfach sein, rauszumontieren. Oh, Lukas. Und auch gar nicht mal so warnebreit. Ne? Meistens ist die Vorderachse immer so übertrieben breit. Das ist ja ein richtig kleines Schnuckelchen. Junge. Ja, also so würde ich den auch schon, ne? Würde ich auch mitspielen. Ich würde natürlich die Felgen auch silber machen. Oh, wenn der jetzt noch einen anderen Motorfarbe hätte. Lecko funny. Und bei uns war das jetzt so, dass der Auspuff noch näher an der Scheibe war. Man kriegte die Scheibe nur so 10 cm weit auf. Das war auch so super. Also die Scheibe ging so maximal bis hier hin. So, ne? Ah. Ist natürlich super im Sommer. Ach so, ach, mit der Kabine geht der Bügel nicht. Dann kann man nur den, muss man den Bügel abwählen. Naja, ne? Für mal eben. Ja, würde ich auch sogar mit Gewicht nehmen wollen. Und wenn nicht, dann nehmen wir hier. Ach so, so nehme ich den auch. Das ist schon extrem sexy. Wie gesagt, oder ich würde den auch in dunkelgrün nehmen, mit roten Felgen und den Motorblock in grau, ne? Würde ich den auch nehmen, Lukas. Also, ich bin ja flexibel, ne? Ich bin ja ein flexibler Junge, ne? Ist ja nix. So, wir müssen uns ein bisschen sputen. Er hier hat so ein bisschen die Kramerfarbe. Gefällt mir sehr gut. Was ich hier vielleicht noch machen würde, den ganzen Mähbalken noch ein Docken weiter nach hinten. Es kann sein, dass das hier mit diesem
Umleger, Seitenleger, keine Ahnung, wie das Ding heißt, dass das dann nicht mehr ganz passt. Ansonsten sehr schön. Ne? Das ist ja das Modell vom Anso. Sieht schön aus. Also in diesem Kramer-Ton nicht, aber wäre nicht der Lukas, ne? Also der ist auch, braucht er keine Angst haben. Ne? Der ist auch nochmal in Deutsch grödiert. So ist es nicht. Ne? Hätte ich auch gerne das dunkle Deutschgrün gehabt noch. Er kann. Nein, den Auspuff dahin, ja, ja. Er kann den Bügel nicht. Und dafür hat er diese hässliche Lampe. Also die Lampe muss weg. Die Lampe muss weg, das geht gar nicht. Und ich hätte natürlich gerne den Bügel, wie der andere auch hat. Den Balken, wie gesagt, ich würde den Balken ein bisschen nach hinten machen, besonders bei diesem hier. Wenn man jetzt noch D25, wenn man die Kotflügel einblendet und ich werde ihn mit Kotflügel fahren, dann haut das natürlich nicht hin mit dem Mähbalken. Also ich würde auch vom Gefühl her sagen, der Mähbalken muss ein Stück nach hinten. Ne? Kann natürlich sein, dass er an dieses Modell jetzt hier nicht dran passt. Wenn nicht, muss diese alte Stange hier weg. Ich kann es ja nicht ändern. Oder vielleicht nicht ganz so weit reinklappen, dass die Stange dann neben dem Radhaus ist. Oder was weiß ich. Lass dir das einfallen. Ja? Aber der ist natürlich auch extrem süß. Ne? Extrem süß. Ja. Und dann hat er noch so ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar hat er den Eicher geskinnt. Finde ich auch witzig. Ich kenne das, also den sowas Ähnliches gab es wirklich mal. Kenne ich jetzt aber nicht. Also habe ich noch nie in freier Wildbahn gesehen. Ist nett. Natürlich kann man sich auch sowas angucken. Aber ich habe ja schon den Fendt, den Onkel Ewald ja früher hatte. Und ich habe jetzt zur Not den Original-Eicher, der ist ja auch nicht schäbig. Ne? Ist jetzt nicht so, als wenn die von schlechten Eltern wären. Ne? Der geht ja auch. Ne? Aber wie gesagt, ich habe den zwar drin im Mod-Ordner, aber ich werde ihn mit dem Fendt-Geräteträger, weil der auch die ganzen Zusatzgeräte hat. Das ist ja mega. Ne? Ja. Und da stand noch was mit. Hauptfarbe? Nee, kann ich nicht. Das hatte auch jemand geschrieben. Man kann die Farbe, konnte man wählen, aber der kann jetzt die Farbe zumindest nicht in also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, früher hatten die Fans so ein ganz dunkles Grün. Oder vielleicht war der auch einfach nur pottendreckig. Ich war ja noch ganz klein, ne? Ich weiß ja gar nicht. Das ist alles schon so lange her, ne? Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank an allen. Also da war auch richtig Action-Schmeckchen bei den Kommentaren. Ne? Also die Kommentarfunktion wurde auf jeden Fall genutzt dieses Mal. Da kann man nicht meckern. Also beim letzten Video. Davor das Video auch schon. Danke. Danke, danke. Auch an die ganzen Leute, die da ja so im Hintergrund, ne, ihre Mods basteln und mir die dann zur Verfügung stellen. Das ist schon extrem sexy. Ne? Da kann man nicht meckern. Und tue ich auch nicht, oder? Also nein, ich kann es nicht lassen, ich weiß. Ansonsten, ja, ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich. Diego ist draußen. Habt euch lieb.